Ja, hallo ihr Kekse, herzlich willkommen wieder zu einem neuen alten Spiel und zwar geht es diesmal um Berserk für das Atari VCS 2600. Berserk kam für den Atari VCS 2600 im Jahre 1982 auf den Markt. Davor war das ein Videospielautomatenspiel, also ein Arcade-Game, wie man so schön sagt heutzutage. Und die Umsetzung finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, wie limitiert der Atari 2600 eigentlich war. Als Einstieg würde ich sagen, lese ich einfach mal den Text auf der Rückseite vor. Sie sind ein Gefangener auf einem fremden Planeten, der aus Labyrinthen besteht. Robotgangs und der böse Otto verfolgen sie, vernichten sie die Roboter, fliehen sie aus dem Labyrinthen und sie gewinnen Punkte. Ja, also einfach nur eine Punkte hat's. Offensichtlich. Das ganze Modul sieht dann natürlich mal durch die Umdrehen, so aus. Das ist dasselbe Cover wie eigentlich auch auf dem auf der Verpackung. Und dazu gibt es natürlich auch die Anleitung. Ich zeige jetzt einfach mal alles rein. Und die Anleitung hat den also die Story ein bisschen ausführlicher drin. Aber im Endeffekt steht da das Gleiche drin. Pass auf, ach ja, was ein bisschen mehr drin steht, ist, dass man die Wände nicht berühren darf. Also ich kann es ja auch mal kurz vorlesen, was soll's. Bei dem Spiel Berserk finden Sie sich in einem elektrischen geladenen Labyrinth, dessen Wände bei Berührung tödlich wirken. Sie als der Spieler müssen durch das Labyrinth kommen, indem Sie folgenden gesichtslosen Robotern ausweichen und sie bekämpfen. Während des Kampfes schnellt plötzlich aus verschiedenen Lauerpositionen der böse Otto, das satanische Gehirn der Roboter, hervor. Aus dem Labyrinth zu entkommen, bevor er sie fasst, ist die einzige Überlebenschance. Jeder vernichtete Roboter, gleichgültig ob durch Laserstrahl oder den bösen Otto, erzielt Punkte. Ja, jetzt wird noch ein bisschen beschrieben, wie die Punkteverteilung und so ist. Und das Ganze ist auch schön bebildert. Kann man sehen. Sehen wir. Und es gibt verschiedene Variationen des Spieles, die man sich dann aussuchen kann. In der man zum Beispiel die Roboter unbewaffnet antreten lassen kann. Der böse Otto hat verschiedene, also entweder kommt er gar nicht oder er ist unbesiegbar, das heißt, man kann ihn nicht zerstören, oder er ist zerstörbar, das heißt, man kann ihn abschießen und dann noch die Punktezählung. Ich habe das Ganze auf einem Atari 2600 Junior gespielt, aber nicht so, wie er seinerzeit aus der Produktionswerkstatt gekommen ist, sondern diese wurde gemoddet und hat Composite Out, was das Bild deutlich besser macht, als wenn ich das über diesen HF-Out gemacht hätte, der dann in das Antennensignal rein wäre. Eine lustige Geschichte am Rande. Ich habe einen Junior da, also einen Atari 2600 Junior, und habe mir, dieser hat aber, den ich da habe, hat keinen Composite Out. Also habe ich mir eine Platine besorgt, mit die ich dann nur auflöten hätte müssen. Aber ich wollte es nicht auf meine machen. Also wollte ich mir eigentlich ein Zweitgerät besorgen. Die sind ja nicht so teuer. Für einen Zehner bekommt man die meistens. Und ich hatte dann ein Zweitgerät auf einem Flohmarkt entdeckt. Der war nicht gemoddet, war auch bis auf den Joystick, also zwei Joysticks, glaube ich, waren dabei und die Verpackung, und der wollte 80 Euro für das Teil. Da habe ich gedacht, nee, lass mal stecken. Er ist dann irgendwie während des Gesprächs auch runter auf 20, hätte es mir gegeben ohne Verpackung, aber wenn man bei 80 Euro anfängt, dann hat man mich eigentlich verloren. Und ja, aber wie das Zufall so wollte, bekam ich dann dieses Gerät, das ich eigentlich kaufen wollte, um es selber zu modden, gemoddet für 12 Euro. Einwandfrei, also 12 Euro inklusive 5 Spiele, muss man dazu sagen. Ne? Und funktioniert einwandfrei.
Ich habe ja darauf gespielt. So, und jetzt ist wieder mal Licht aus. Professionalität ist alles. Ja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir starten mal Berserk. Und diesmal ist es nicht so, dass ihr mich in einer Ecke sehen werdet, weil wegen einer Eigenheit meines Fernsehers ist es nämlich so, dass ich, wenn Evil Otto, also der böse Otto, auftaucht, meine Figur nicht sehen kann. Oder umgekehrt. Also entweder ich sehe Evil Otto nicht, wenn er auftaucht, oder ich sehe meine Figur, mit der ich spiele, nicht, wenn Evil Otto auftaucht. Das ist einfach deshalb, weil es so programmiert worden ist, damit es dann ein bisschen flickert auf dem Bildschirm und es halt einfach, ja, actiongeladener aussieht, hat man sich wohl dazu entschlossen. Es kann auch sein, dass es wegen der Limitierung war, aber ich vermute mal fast, dass es nicht nur an der Limitierung lag, weil man bekommt ziemlich viele Roboter auf dem Bildschirm zu sehen und ja, wenn man dann einen weniger gemacht hätte, wäre es ja nicht okay gewesen. Wie dem auch sei, es ist jetzt also so, damit ich halt, wenn Evil Otto auftaucht, entweder ihn nicht sehe oder meine Figur nicht sehe. Und damit ihr das mal nachvollziehen könnt, wie das bei mir aussah, habe ich meinen Fernseher direkt abgefilmt und werde jetzt die beiden Bilder nebeneinander zeigen. Ein bisschen vielleicht noch dokumentieren und erzählen, was da passiert. Mache ich auch noch. Aber ja, das wäre es dann soweit von mir und wir sehen uns im Spiel wieder. Ja, und schon sind wir im Spiel. Das Spiel fängt immer mit so einem random Screen an, wo unten die Jahreszahl 1982 steht und Atari. Und jetzt kippe ich gerade mit der Select-Taste durch die 12 Modis und werde den Modi Nummer 2 nehmen, weil im Modi Nummer 2 sind die Roboter bewaffnet. Der böse Otto ist nicht unbesiegbar, das heißt, man kann ihn abschießen und es gibt alle 1000 Punkte ein Bonusleben. Ich spiele das Spiel gerade übrigens mit einem Sega Mega Drive 3 Button Control Pad aus dem einfachen Grund, da man damit die Diagonalen besser rausbekommt, diese im Spiel eben in der Diagonalen besser lenken kann. Wie ihr seht, kann man in 8 Richtungen laufen, eben horizontal, vertikal und dann eben alle Diagonale und eben auch in 8 Richtungen schießen. Das kann die eigene Spielfigur. Die gegnerischen Figuren können das nicht. Die können nämlich nur horizontal oder vertikal schießen. Und der böse Otto, Evil Otto, kann gar nicht schießen. Aber der kommt, wie ihr gerade seht, mit einem Affenzahn auf mich zu. Und wenn ihr auf den kleinen Screen geschaut habt, habt ihr vielleicht gesehen, dass man meine Figur nicht gesehen hat. Das liegt aber, wie gesagt, an meinem Fernseher und nicht am Spiel. Jetzt sieht man es wieder. Oben kommt Evil Otto. Und meine Figur ist nicht sichtbar. Also zur Erklärung, das kleine Bild oben rechts ist dann direkt von meinem Fernseher abgefilmt. Warum das ausschaut, als wäre der schwarz-weiß, weiß ich nicht. War vielleicht ein bisschen arg übersteuert, die Farben, wie dem auch sei. Man erkennt es ja nicht ganz gut. Wie jetzt zum Beispiel auch wieder. Jetzt war es umgekehrt. Jetzt hat man meine Figur gesehen, aber man hat Evil Otto gar nicht gesehen. Das heißt, ich habe während des Spiels gar nicht gesehen, dass Evil Otto da auf mich zukommt. Je weiter man spielt, desto schneller oder beziehungsweise mehr werden die Gegner und die Schüsse der Gegner werden schneller. Ja, wir machen jetzt noch eine Runde. Fangen wir wieder von vorne an, mehr oder weniger. Und ja, in der Runde waren jetzt die Roboter ziemlich doof und sind alle von alleine gegen die Wand gerannt. Es hat natürlich den Vorteil, dass ich diagonal schieße, weil mich dann die Roboter eben nicht erwischen können, weil die es eben nicht können. Wie gesagt, man darf keine Wände berühren, weil die Wände sind unter Strom und man verliert sofort ein Leben.
Die Leben, die man hat, sieht man übrigens, wenn man aus dem Labyrinth rausgeht und ins nächste geht. Was wir gleich machen werden. Oder ich warte hier nochmal auf Evil Otto, ja, und jetzt, damit ihr auch seht, wie er dann von oben kommt. Ja, und meine Figur eben nicht zu sehen. Jetzt sieht man drei Leben habe ich noch bei einem unteren Bildschirmrand zu erkennen. Also wenn man die Labyrinthe wechselt, sieht man am unteren Bildschirmrand, wie viel Leben man hat. Und jetzt ist wieder Evil Otto unterwegs und ich habe meine eigene Figur nicht gesehen. Also ich schätze jetzt einfach immer nur, wo ich stehe und schieße auf ihn. Was ein bisschen schade ist, weil wie gesagt, das Spiel ist wirklich gut. Definitiv eins der besseren Atari 2600 Module. Kann ich nur empfehlen, dass man sich das mal anschafft. Also wenn ihr das irgendwo sehen solltet, Flohmarkt, sonst wo. Das kann nicht so teuer sein. Die meisten Module gehen ja für 1 Euro oder so. Und ich habe jetzt mein komplettes für 10, 12 € bekommen. Dann wird das Modul wahrscheinlich auch so 2, 3 € sein. Und das ist es definitiv wert. Also das ist eigentlich ein richtig gutes Spiel und mich wundert's, dass es dieses Spiel nicht auch anderweitig gibt. Also wird es schon geben, aber irgendwie war das jetzt nie so der Brüller, meines Wissens nach. Evil Otto hatte übrigens eine eigene Comicserie, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob die Comicserie wirklich auf den Charakter aus diesem Spiel basierte, aber ich weiß, dass ich einen Comic hatte, mit einem Charakter, der Evil Otto hieß und als Gesicht tatsächlich so einen Smiley hatte. Und Evil Otto hat hier einen Smiley. Die Roboter sind richtig gut gelungen, meines Erachtens nach. Mit ihrem Zyklopenauge, das sich dreht, also die sehen richtig böse aus und richtig. Also gefallen mir richtig gut, die Roboter. Dass dann Evil Otto einfach nur ein Smiley ist, der auch noch lacht und auf dich zukommt, finde ich. Ja, lustig. Aber hätte man meines Erachtens nach auch wenigstens einen bösen Smiley machen können oder so. Aber ja, die Comicserie hatte ich seinerzeit, ja, das wird in den 90ern gewesen sein, vermutlich mal, eine Zeit lang verfolgt. Wie gesagt, kann ich nicht sagen, ob das auf dem Spiel basiert, also auf den Charakter aus dem Spiel hier, aber der hieß eben auch Evil Otto. Könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir schon ziemlich viele Roboter und die schießen ja schon ziemlich schnell. Wow. Fliegen die Schüsse nur so über den Bildschirm. Was ich vielleicht noch erzählen kann. In unserer Version hier ist es ja so, dass wir von einem Gefangenenplaneten, beziehungsweise von einem Planeten, auf dem wir gefangen sind, fliehen müssen. In der Originalversion, wenn ich mich recht erinnern kann, war das dann so gewesen, dass man Kolonist ist und auf einem Planeten eben sich befindet, den man kolonialisiert hat. Und dann Aliens kommen, die einen vertreiben wollen. Und man kämpft jetzt hier gegen diese Roboter-Aliens. Um den Planeten, mehr oder weniger. Fand ich einen lustigen Funfact, dass da irgendwie die Story ausgetauscht worden ist. Wir Europäer sollen nicht kolonialisieren. Wir sollen vom gefangenen Planeten fliehen. Ja, ihr merkt es auch bestimmt, die Roboter schießen sich auch gegenseitig ab und wenn sie gegen die Wand laufen, sind sie auch tot. Was mir aber trotzdem Punkte bringt. Also egal wer wen abschießt, die Punkte sind mein. Und wenn alle Roboter auf einer Seite weg sind, dann gibt es extra Punkte. Ja, aber das war's jetzt auch von mir, Kekse, und man spielt sich wieder. Ciao!